Hallo zusammen. Wir beschäftigen uns ja gerade mit diesen zwei Drähten hier, dem Draht 1 und 2, und die werden beide von Strom in derselben Richtung durchflossen. Und was wir im letzten Video festgestellt haben, ist, dass sich die beiden Drähte anziehen werden. Durch den Stromfluss entsteht ein magnetisches Feld rund um diese Drähte, und dieses magnetische Feld führt dazu, dass die Elektronen der Lorentzkraft ausgesetzt werden, und die Lorentzkraft bewirkt jetzt, dass sich diese beiden Drähte dann gegenseitig anziehen. Wir haben die Kraft hier für den rechten Draht bestimmt. Das war diese Formel. Vielleicht schreibe ich da mal F2 dazu, dass man das erkennt. Also das ist diese Kraft auf den rechten Draht gewesen. Und dann hatten wir hier die Kraft auf den linken Draht. Also das wäre das F1, die Kraft, die hier auf diesen Draht wirkt. Ja, und was wir jetzt mal feststellen wollen, ist, ob diese zwei Kräfte tatsächlich gleich sind. Und dann wollen wir auch diese zwei Kräfte ausrechnen. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt hier an. Der Gleichheit. Was ich dazu noch brauche, ist die Formel für das magnetische Feld hier. Das magnetische Feld, was durch den Draht 1 erzeugt wird, also durch den linken Draht hier, dieses magnetische Feld B1, der Betrag dieses magnetischen Feldes, den kann ich hier schreiben als μ0. μ0 war die magnetische Feldkonstante, und das 0, das zeigt ja an, dass wir uns jetzt hier in der Luft oder im Vakuum befinden. Und diese magnetische Feldkonstante mal der Strom, der durch den Draht I1 durchfließt, geteilt durch 2 Pi R. Und das R war der Abstand vom Draht, also die magnetische Flussdichte im Abstand R ist μ0 mal I durch 2 Pi R. Das war die Formel, die wir hierfür brauchen, und die können wir jetzt hier oben mal einsetzen. Also dann können wir sagen, F2, die Kraft auf den Draht F2 ist I2, das schreiben wir hier bloß ab, also I2 mal L2, der Richtungsvektor des Drahtes, mal ja, B1, und das ist dann das μ0 I1 durch 2 Pi, ja R. Was ist denn jetzt dieser Abstand hier? Wir befinden uns am Draht 2. Wir befinden uns hier an diesem Draht. Und der Abstand vom Erzeuger des magnetischen Feldes ist ja gerade der Abstand zum anderen Draht. Also das hier, das Stück hier, das ist das R, was ich hier einsetzen muss. Das ist das R, das ist der Abstand zwischen den beiden Drähten. Nenne ich das mal R1, 2, der Abstand zwischen den beiden Drähten. Und jetzt mache ich dieselbe Übung hier nochmal für den anderen Draht. Also die Kraft auf den anderen Draht, die Kraft F1, die war gerade, schreibe ich das ab, das war wieder I1 mal L1. Und das B2, also das magnetische Feld, was vom Draht 2 kommt, das ist dann μ0 mal I2, muss ich hier einsetzen, denn im Draht 2 läuft ja der Strom I2. Durch 2 Pi, und das R ist wieder der Abstand zwischen den beiden Drähten, also das ist auch R1, 2. Und wir sehen schon, wenn wir jetzt diese zwei Kräfte vergleichen, also die Kraft auf den zweiten Draht und die Kraft auf den ersten Draht, dann sehen wir, dass die sich eigentlich sehr wenig unterscheiden. Hier ist I2 mal I1 drin, hier ist I1 mal I2 drin, das ist gleich, das μ0 ist gleich, die 2 Pi ist drin, das R, der Abstand ist gleich, das ist gerade der Abstand zwischen den beiden Drähten, nur das L1 und das L2 ist nicht gleich. Das können wir aber gleich wählen. Das L1 war ja gerade die Länge des Drahtes, und natürlich ist die Kraft auf den Draht der Länge des Drahtes proportional, und genauso da drüben. Also wenn ich hier nur ein winziges Stück nehme und hier ein langes Stück, dann ist natürlich die Kraft auf das lange Stück hier größer. Aber was wir tun wollen, ist, wir wollen eben auf beiden Drähten dieselbe Länge nehmen. Und wenn wir das tun, wenn also der Betrag von L1 gleich L2 ist, dann sehen wir, dass beide Kräfte gleich sind. Das heißt, die Kraft, die der linke Draht auf den rechten ausübt, ist gleich die Kraft, die der rechte Draht auf den linken ausübt. Und wie groß ist die Kraft jetzt? Um das auszurechnen, müssen wir uns erstmal hier ein paar Werte besorgen. Wir können ja sagen, dass I1, das setzen wir mal gleich mit 2 Ampere an. Das I2 machen wir einfach ein bisschen größer, sagen wir mal 3 Ampere. Den Abstand haben wir schon. Achso, den Abstand müssen wir ja noch irgendeinen Zahlenwert uns geben, ne? Machen wir die Drähte mal ziemlich nah nebeneinander. Also sagen wir mal, das ist nur 1 Millimeter.
also 10 hoch minus 3 Meter. Das soll der Abstand sein. Fehlt uns jetzt noch was? Wir haben den Strom, wir haben die Länge. Das μ0 kennen wir, das waren die 4 Pi mal 10 hoch minus 7. Ja, dann können wir ja weiterrechnen hier. Das heißt, wir setzen das einfach ein. I2, das war der größere Strom, der durch den rechten floss, das war die 3 Ampere. Die Länge, achso, die Länge müssen wir natürlich noch festlegen hier. Die Länge, sagen wir die Länge, die wir da anschauen wollen, ist 10 Meter. Also in beiden Drähten schauen wir uns jeweils ein Teilstück von 10 Metern an für diese Berechnung. 3 mal 10 haben wir dann hier stehen, mal das μ0, das waren die, was habe ich gesagt, 4 Pi mal 10 hoch minus 7 und das I1, das waren dann die 2 Ampere. Und das Ganze geteilt durch 2 Pi und der Abstand waren die 10 hoch minus 3 Meter. Also 10 hoch minus 3. Ich rechne hier oben einfach weiter. Das gibt mir 30, nein, ich kürze erstmal hier 4 Pi durch 2 Pi. Das gibt mir eine 2, die hier oben stehen bleibt. Also das geht weg, aber eine 2 bleibt hier stehen. Dann habe ich 30 mal 2 mal 2. Das sind insgesamt 120. Und bei den Zehnerpotenzen habe ich 10 hoch minus 7 geteilt durch 10 hoch minus 3. Das ist dasselbe wie 10 hoch minus 7 mal 10 hoch 3. Und das ist gleich 10 hoch minus 4. Also das Ganze mal 10 hoch minus 4. Oder auch, wenn ich jetzt das Komma da nach links schiebe, dann sind das 1,2 mal 10 hoch minus 2, also 1,2 Hundertstel oder auch 0,012. Ja, was sind das eigentlich? Newton, wir haben eine Kraft ausgerechnet. Newton. Ja, also recht kleine Kraft. Wahrscheinlich würde man gar nicht viel davon merken, von dieser kleinen Kraft. Wie groß ist jetzt eigentlich das Magnetfeld gewesen, was wir da erzeugt haben? Dass da dieser Term war ja das Magnetfeld, das war das B2. Das war das Magnetfeld B2. Also wenn wir das mal ausrechnen, dann ist B2 ist dann also μ0 mal I2 durch 2pi r12. Und das wären wieder unsere 4pi mal 10 hoch minus 7. I2 war der größere Strom, waren die 3 Ampere mal 3 geteilt durch 2pi und der Abstand wieder oben 10 hoch minus 3 steht hier im Nenner. Und das ist dann gleich, da kürzen sich wieder die Pis weg und es bleibt mir eine 2. 6 bleibt mir übrig, 6 mal 10 hoch minus 4. 6 mal 10 hoch minus 4. Ja, diesmal nicht Newton, sondern Tesla, wie immer das, die Flussdichte hier ausgerechnet. 6 mal 10 hoch minus 4 Tesla. Also ihr seht schon, man kann eigentlich damit recht gut rechnen. Man muss eigentlich nur diese beiden Drähte immer auseinanderhalten und wissen, was gehört jetzt zum Draht 1 dazu und was gehört zum Draht 2 dazu. Was wäre denn jetzt, wenn wir die Stromrichtung umkehren würden, wenn wir hier einfach sagen würden, okay, beim Draht 1 fließt der Strom nicht mehr nach oben, sondern der fließt nach unten. Dann würde sich ja die Kraftrichtung auch umdrehen, weil unser Zeigefinger wäre nicht mehr nach oben, sondern unser Zeigefinger müsste nach unten zeigen. Die Kraftrichtung wäre umgedreht und der Draht würde nach außen gedrückt werden. Der eine Draht würde nach außen gedrückt werden. Was wäre mit dem anderen Draht? Da würde sich das Magnetfeld umdrehen, weil wenn wir diesen Strom umdrehen, dann würde sich ja auch die Orientierung dieses Magnetfeldes hier umdrehen. Und das heißt, die Kraftwirkung auf diesen zweiten Draht wäre auch eine andere. Obwohl da der Strom weiterhin nach oben fließt, würde er auch nach außen gedrückt werden, weil sich das Magnetfeld hier um 180 Grad gedreht hat. Das heißt, da hätten wir wirklich den Fall, dass beide Drähte hier nach außen gedrückt werden. Das heißt, wenn wir in einem der Drähte den Strom umdrehen, dann werden beide Drähte nach außen gedrückt. Die Größe der Kraft würde sich nicht ändern, aber die Richtung der Kraft, die würde sich ändern. Ja, ich glaube, das war ein recht interessantes Beispiel, aber genug davon. Im nächsten Video werden wir uns endlich mal mit der großen Anwendung der Lorentzkraft beschäftigen, mit dem Elektromotor.